Ja, die AfD gibt sich als Protestpartei. Sie müssen aber wissen, wer die AfD wählt, der wählt ein Sammelbecken des Faschismus. Nehmen wir den Spitzenkandidat Gauland. Er hat erst vor wenigen Tagen erklärt, er sei stolz auf die Gräueltaten der faschistischen Wehrmacht. Oder nehmen wir Frauke Petry, die AfD-Vorsitzende. Sie will das Völkische wieder positiv besetzen. Dabei ist der Begriff völkisch wirklich aus den Untiefen der Reaktion und des Nationalismus. Die AfD ist eine rassistische, eine chauvinistische und ultrareaktionäre Partei. Sie richtet sich gegen die Interessen der Bevölkerung. Sie geht so vor, dass sie Missstände aufgreift und die Flüchtlinge zu Sündenböcken erklärt. Aber was können die Flüchtlinge dafür, dass 2004 die Hartz-Armutsgesetze eingeführt wurden? Was können Flüchtlinge dafür, dass nur noch 50% der Beschäftigten heute Tariflohn erhalten? Sie bauschen die Flüchtlingskosten auch ungeheuer auf. In Wahrheit machen die gesamten Flüchtlingskosten in der EU nur 0,7% des VW-Kapitals aus. Was sie politisch dann vorschlagen, ist zutiefst reaktionär. In der Umweltfrage wollen sie alle Umweltschutzmaßnahmen rückgängig machen, die zulasten der Profite gehen. Sie lehnen es strikt ab, dass VW wegen den kriminellen Abgasbetrug bestraft wird. Und sie fordern, dass die Gewerkschaften gespalten werden. Sie beginnen zum Teil schon, spalterische Gewerkschaften aufzubauen. Die AfD, das ist eine Partei der reaktionärsten Kreise des Monopolkapitals. Und sie will auch die Umverteilung von unten nach oben sogar noch beschleunigen. Was Sie bei der AfD auch wissen müssen: Mit Hilfe der AfD wird die Faschisierung des Staatsapparats vorangetrieben. Ihre Funktionäre versuchen sich breitzumachen bei Polizei, Justiz und Bundeswehr. Am vergangenen Samstag in Solingen wurde ein Wahlkampfumzug der internationalistischen Liste MLPD mit unserer Parteivorsitzenden Gabi Fechtner massiv von der Polizei attackiert. Nur weil wir es wagten, lautstarke und überzeugende verbale Kritik an der AfD zu üben. Die ganze Aktion ging von der AfD aus und war offenbar auch in enger Verbindung mit ihr organisiert worden. Frauke Petry forderte unlängst das Verbot der MLPD. Dabei war sie auf den Zug von Volker Beck aufgesprungen, der nahelegte, eine Terrororganisation würde mit uns zu den Wahlen kandidieren. Wir haben das natürlich nicht auf uns sitzen lassen, eine solche Hetze. Mittlerweile musste Frauke Petry ihre Lügen weitgehend zurücknehmen und Volker Beck wurde jetzt verurteilt, die Diffamierungen von uns einzustellen, sonst muss er 250.000 Euro Strafe bezahlen. All das zeigt, wir sind der Gegenpol gegen die AfD, gegen die nach rechts gerückte Regierung und die bürgerlichen Parteien. Und nicht nur das, wir sind auch konsequent, wir haben Rückgrat und wir wissen auch, wie man sich durchsetzt. Die AfD betreibt eine üble soziale Demagogie, um die Arbeiter und die Werktätigen zu spalten. Die Arbeiter müssen aber zusammenhalten, über Ländergrenzen hinweg, über Geschlechterfragen hinweg, über sonstige Differenzen hinweg. Wenn sie sich einig sind und eng zusammenschließen, dann entwickeln sie auch die Kraft, die Ausbeutung und Unterdrückung zu beseitigen. Es ist so, wie schon Karl Marx gesagt hat: Proletarier aller Länder, vereinigt euch!